Hallo ihr Lieben, der Monat ist schon wieder fast vorbei und ich habe wieder einige Favoriten, die ich gern mit euch teilen möchte, also bleibt dran. Wir fangen wie immer mit der Hautpflege an und das erste, was ich euch zeigen muss, ist dieser Biosolis Sonnenschutz, den ich aber nicht als Sonnenschutz verwende, sondern um meine Foundation aufzuhellen. Ich bin ja sehr, sehr hellhäutig und da ist es auch schwer, eine Foundation zu finden, die zu mir passt. Aber mit diesem Produkt bekomme ich es halbwegs hin, sie so aufzuhellen, dass sie zu meinem Hautton passt und ich liebe es. Es funktioniert einfach ganz, ganz toll. Ich brauche meistens nur einen Pumpstoß, um die Foundation aufzuhellen. Das funktioniert halt aufgrund dessen, dass hier eben mineralische UV-Filter drin sind, die eben meistens relativ stark weißeln. Und hier habe ich es mir halt einfach, ja, sozusagen zum Vorteil gemacht, das so zu benutzen. Und ich finde, es funktioniert wirklich gut und ihr solltet das auf jeden Fall auch mal ausprobieren, wenn euch jede Foundation in der Drogerie zu dunkel ist. Das zweite Produkt ist auch ein Sonnenschutz, den ich aber wirklich auch wie einen Sonnenschutz verwende. Und zwar dieser hier von Sunbrella, den ich auch bei iParfumerie gekauft habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt noch lieferbar ist oder ja, schon wieder aus dem Sortiment gegangen ist oder so. Aber ich mag den sehr, sehr gerne. Er ist sehr, sehr schön auf der Haut, hat eine tolle Textur. Er ist zwar so leicht klebrig, zwar jetzt nicht extrem, aber es ist noch angenehm. Und zwar besteht er eben aus einem mineralischen UV-Schutz, wobei ich hier eben wie immer nicht weiß, wie hoch der PPD-Wert ist. Aber ich schätze mal, dass er relativ gering sein wird. Man schätzt auch so in verschiedenen polnischen Foren, dass er zwischen 20 und 30 liegt, weil auch dieses Produkt eben kaum weißelt, was man normalerweise von einem Sonnenschutz, der einen hohen PPD-Wert hat und auf mineralischen UV-Filtern basiert, eben ja so kennt, dass es eben relativ stark weißelt. Das ist bei dem irgendwie nicht der Fall. Deswegen vermute ich auch, dass hier der PPD-Wert relativ niedrig sein wird. Ich benutze ihn trotzdem sehr gerne, auch ab und zu einfach nur über meinem normalen chemischen Sonnenschutz, weil dadurch das Hautgefühl ein bisschen angenehmer wird. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein wirklich gutes Produkt. Etwas relativ Neues, das ich Mitte des Monats entdeckt habe, ist dieses Mikropeeling-Nachtfluid von Diadermin. Es ist zwar kein Peeling, also in diesem Sinne, wie wir es kennen von chemischen Peelings, aber hier ist Glucosamin drin, auch ein bisschen Hyaluronsäure. Und das ist eigentlich wirklich ganz gut für die Haut. Glucosamin ist eben sehr feuchtigkeitsspendend, soll auch gegen Pigmentflecken helfen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Konzentration hier ist, weil ja alles auch abhängig von der Konzentration ist. Aber ich finde, ihr bekommt hier für 10 Euro, glaube ich, 9,95, eigentlich ein ganz solides Produkt, was sich wunderbar auf der Haut anfühlt, was schön feuchtigkeitsspendend ist. Ihr braucht wirklich nur einen Pumpstoß und das verteilt sich richtig, richtig toll auf der Haut. Also ich kann das definitiv empfehlen, habe es jetzt halt auch schon jetzt fast 2 Wochen benutzt sozusagen und mag es ganz gerne. Also falls ihr ein gutes, schönes Serum in der Drogerie sucht, dann seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Kommen wir nun zu den Beauty-Produkten und eins, was ich diesen Monat sehr, sehr, sehr geliebt habe, ist dieser Lidschatten von Kiko in der Nummer 239, den ich zum Konturieren benutze. Den habe ich euch ja auch in meinem 5 unter 5 Video gezeigt und ich liebe ihn. Ich verwende ihn sogar öfter als dieses Taupe Blush von NYX und mag ihn total gerne, weil ich finde, die Farbe passt ein bisschen besser zu mir als das von NYX. Und der kostet 2,40 €. Also wenn ihr noch irgendwie die Möglichkeit habt, an den ranzukommen, dann schnappt ihn euch, weil er, wie gesagt, sehr, sehr günstig ist gerade. Wahrscheinlich, weil er aus dem Sortiment geht und weil es einfach das perfekte Konturprodukt ist. Was ich auch ganz stark loben muss, sind die Velveteens von Lime Crime. Die benutze ich jetzt schon eine Weile und kann nicht mehr ohne sie leben. Ich finde sie so wunderbar, total leicht auf den Lippen, hohe Deckkraft, wundervolle Farben, also besondere Farben. Und ja, das Problem ist eigentlich nur, dass ihr sie nur im Ausland bekommt. Also in Deutschland sind sie nicht erhältlich, aber da hatte ich auch keinerlei Probleme, die zu bestellen. Ich mag einfach die Farbauswahl. Sie sind zwar etwas kostenintensiv, weil man halt alles irgendwie herkarren muss, aber nichtsdestotrotz ist das für mich so eine Offenbarung gewesen, was flüssige Lippenstifte angeht. Ich kannte ja bis dato nur die von Manhattan oder diese von Maybelline oder so und die finde ich längst nicht so angenehm auf den Lippen wie die hier. Von daher, für mich sind das totale Top-Produkte.
Ganz neu für mich entdeckt habe ich diese Cheek Pop Blushes von Clinique. Ich habe ja von Magimenias schon so viele Schwärmereien darüber gehört und musste mir dann schlussendlich einen kaufen, als ich ihn im Douglas sah. Ich habe mich hier für Peach Pop entschieden, also die Nummer 2. Und ich muss euch wirklich sagen, das ist für mich eins der besten Blush-Produkte, die es einfach gibt, also eins der besten Wangenprodukte, weil die so schön seidig und zart sind und total angenehm. Also man merkt sie eigentlich kaum auf der Haut. Man kann sie ganz, ganz toll aufbauen. Klar geht man rein und dann merkt man erstmal, oh, kaum Farbe, aber das ist mir wirklich 100-mal lieber, als ein Blush zu haben, wo man einmal reingeht und schon sieht man aus wie ein Clown. Und wie gesagt, das lässt sich ganz wunderbar aufbauen, kostet zwar 30 Euro, aber ich finde, das ist sowas, was man sich auch mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken lassen kann. Und ich bereue wirklich keinen Cent und liebe, liebe es ganz dolle. Auch heiß und innig geliebt habe ich die Burgundy Times 9 Palette von MAC. Die ist einfach wunderschön, hat tolle Farben, die meiner Meinung nach ganz gut zu meiner Augenfarbe passen. Ich habe das Glück gehabt, in meinem Portemonnaie einen Gutschein zu finden von einem Wert von 30 Euro, der da irgendwie vor sich hingegammelt hat. Und da habe ich mir diese kleine Palette einfach gekauft. Und die ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Also ich glaube, die kam 39 Euro. Mit einem Gutschein natürlich dann nur noch 9 Euro. Also besser für mich, ne? Und ich mag die wirklich gerne. Wirklich gute Qualität. Lässt sich einfach verarbeiten. Also was soll ich sagen? Ich habe es geliebt. Meine liebste Eyeliner-Kombo diesen Monat war diese hier. Und zwar ist das hier ein ganz normaler Filzstift von Essence, der Super Fine Eyeliner Pen. Und dann haben wir hier Liquid Ink von Essence, also einfach der ganz normale Eyeliner. Und wie gesagt, ich komme damit sehr, sehr gut zurecht und male mir dann sozusagen meinen Lidstrich und damit fülle ich es dann auf, weil das Problem bei dem hier ist, dass es relativ schnell austrocknet und man ja schwer irgendwie weiter drüber malen kann, wenn man schon einmal irgendwie auf dem Lid war. Deshalb nehme ich dann eben den, um irgendwelche Lücken aufzufüllen oder das Ganze noch ein bisschen schwärzer wirken zu lassen, weil der ist meiner Meinung nach nicht 100% schwarz, sondern ein bisschen gedämpfter und damit bekomme ich das dann ganz gut hin und liebe diese Kombo. Auch sehr gern benutzt habe ich das Liquid Camouflage von Catrice in der Farbe 005 Light Natural und zwar gibt es die, glaube ich, nur im Müller, also in der großen Catrice-Theke. Das ist die hellste Farbe und ist neu ins Sortiment gekommen. Den benutze ich gerne so am Kinn, ein bisschen auf der Nase und hier ein bisschen zum Aufhellen. Im Augenbereich auch eigentlich ganz gern, aber da nur wenig, weil der doch recht stark in die Fältchen kriecht und das nervt mich total. Also wie gesagt, so ein bisschen zum Highlighten am Kinn, Nase und hier so ein bisschen ist er wirklich gut geeignet, hat eine gute Deckkraft, kostet nicht zu viel und ja, von daher habe ich ihn sehr, sehr gern benutzt. Kommen wir nun zu einem Lieblingspinsel diesen Monat und zwar handelt es sich hierbei um den Zoeva in der Nummer 238. Also es ist so ein ganz kleiner Pinsel halt. Eigentlich benutzt man den so für diesen unteren Wimpernkranz, aber ich habe ihn zweckentfremdet. Als ich meinen Augenbrauenpinsel nicht gefunden habe, habe ich den einfach benutzt, um meine Augenbrauen aufzufüllen. Haben mir so gedacht, das ist ja cool, das funktioniert besser als mein normaler Augenbrauenpinsel, weil die sind ja so angeschrägt und relativ gerade. Aber mit dem bekomme ich einfach ein natürlicheres Ergebnis und kann einfach viel besser strukturieren. Also es wird nicht zu gerade, nicht zu balkig und das funktioniert einfach damit viel, viel besser als mit meinem normalen Augenbrauenpinsel. Deshalb habe ich mir halt jetzt noch einen zugelegt, also diesen hier. Und den anderen benutze ich, wie gesagt, dann für die Augenbrauen und den dann für den unteren Wimpernkranz. Also für mich ist das wirklich ein grandioser Augenbrauenpinsel und ich bin froh, dass ich das für mich entdeckt habe. Sonst bin ich ja kein Fan von Duftkerzen. Also es ist immer sehr, sehr schwer, meinen Geschmack zu treffen und irgendwann geht das auf die Augen und auf die Atmung und sowas. Aber ab und zu verwende ich gern mal eine oder zünde gern mal eine an. Und eine, die ich diesen Monat sehr, sehr gern mochte, ist diese hier. Die habe ich im TK Maxx entdeckt oder TK Maxx, was auch immer. Und mag die sehr gerne. Die nennt sich White Oak and Vanilla. Riecht auch so. Total vanillig. Jetzt nicht extrem, wie man das von so ganz günstigen Kerzen kennt oder so diesen komischen, die eben nach Vanille riechen sollen, die dann aber nach extrem synthetischen Vanille riechen und das finde ich total eklig, da kriege ich wirklich Probleme. Das ist eher so ein
Ich backe mir jetzt einen schönen Kuchen oder ich backe mir jetzt so ein paar leckere Butterplätzchen-Duft, den ich sehr, sehr mag. Außerdem ist hier so ein Holz doch drinne, was das Ganze noch viel, viel schöner macht, weil man es knistern hört, wenn man die Kerze anhat und dadurch kommt einfach noch ein bisschen dieses Feeling dazu, als würde man an einem Lagerfeuer sitzen, ohne ein Lagerfeuer in seinem Wohnzimmer anzünden zu müssen. Von daher, die mochte ich sehr, sehr gerne und die wird wahrscheinlich auch noch eine Weile reichen. So, ihr Lieben, das war's mit meinen Monatsfavoriten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, gebt mir gerne ein Däumchen hoch oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!